Hallo, ich bin Linda Kaiser, ich bin Sozialpädagogin bei uns in der Villa Weversbusch. Ich habe 2018 hier mein duales Studium begonnen und das in diesem Frühjahr fertiggestellt. Ein Internatstag startet bei uns um 3:45 Uhr, dann wenn die Schule endet. Wir beginnen jeden Tag mit einer gemeinsamen Besprechung zur Tagesstruktur und einem kleinen gemeinsamen Snack. Danach starten wir in den Freizeitbereich. Hier ist für jeden Schüler was dabei. Der Internatsbereich bietet in einem Rahmen von Struktur und Absprache viel Platz für Abenteuer und Zeit mit Freunden. Egal ob im sportlichen Bereich, wie beim Reiten, beim Paddeln, beim Kickboxen oder Fitness im eigenen Fitnessraum, bei kulturellen Ausflügen, wie beispielsweise gemeinsam Museum besuchen, aber auch der gemütliche Teil kommt bei uns nicht zu kurz, wie beispielsweise gemeinsame Kinoabende oder gemeinsames Musikmachen im eigenen Musikraum. 2x in der Woche bieten wir auch im Internatsbereich eine unterstützende Lernzeit. Diese wird begleitet von einem Internatspädagogen oder auch von einem Fachlehrer aus dem Vormittagsbereich. Hier können Unterrichtsinhalte wiederholt werden und Fragen geklärt werden. 1x in der Woche bieten wir ein Vokabeltraining an für unsere jüngeren Schüler. Hier versuchen wir, Spaß und Lernen zu verbinden. Während die Jungzimmer im modernen Anbau untergebracht sind, haben sich die Mädchen gemütliche Zimmer in der alten Villa eingerichtet. Im Alltag begleitet werden unsere Schüler von einer pädagogischen Fachkraft. Jeder Schüler bekommt einen eigenen Bezugsbetreuer zugeordnet, welchen ihm mit Rat und Tat zur Seite steht. Egal ob in schulischen Anliegen oder in privaten Anliegen, stehen die Betreuer unterstützend zur Seite. Einen kürzeren Schulweg als bei uns gibt es wohl kaum. Der Internatsbereich grenzt direkt an den Schulbereich an. Wir in der Villa Weversbusch begleiten unsere Schüler nicht nur auf ihrer schulischen Laufbahn, sondern unterstützen in familiärer Atmosphäre auf dem Weg zu einem erfüllten und selbstbestimmten Leben.